Und dann könnt ihr einfach die Sprungtaste drücken und könnt die einfach richtig, also die ganze Moblin Map fliegen. Ihr könnt ins Wasser damit, ihr könnt überall hin und ihr seid eigentlich unbesiegbar. Nee, Leute, willkommen zu einem Video hier. Wir machen heute mal eine Runde Action und ja, sind dabei, heute euch ein paar Glitches zu zeigen. Und wir machen jetzt den Glitch mit den Hamsterball und zum Schluss noch ein kleines Special für euch. Das heißt, bleibt auf jeden Fall bis zum Schluss dran, Leute. Lohnt sich auf jeden Fall, für euch ein Abo und ein Like da zu lassen. Genau, let's go. Wie eben gerade Subscribe bekommen, so jetzt aus. Genau, komm, wir holen uns jetzt mal den Einkaufswagen. Da müssen wir aber zum Mall gehen, Leute. Geht zum Mall einfach vorne rein. Es gibt keine Hilfe hier für dich, kleiner Chefkoch. Gibt es heute nicht. Und dann gehen wir einmal zum Einkaufswagen, wie gesagt. So, einmal folgen bitte. Genau, holen wir uns gleich einen Einkaufswagen. Das heißt, ihr braucht ihn auf jeden Fall. Mit einem Einkaufswagen geht es am einfachsten. Einfach einen schnappen. Und genau, den brauchen wir jetzt in Kombination mit dem Hamsterball. Und da könnt ihr aktuell mit dem Glitch richtig krass hochfliegen. Und das zeige ich euch jetzt mal. Passt mal auf. Das heißt, am besten macht das zu zweit, was ist leichter, wenn ihr diesen Einkaufswagen so ganz leicht anhebt, so mit den kleinen Wobbly-Armen. Und dann spawnt der Hamsterball richtig gut rein und dann habt ihr auf jeden Fall die richtige Position. Ich zeige euch gleich, wie es funktioniert. Ziemlich simpel. Das heißt, braucht am besten zwei Personen. Wir haben einen mit einem Hamsterball, der aus der Telefonzeit raus spawnt. Und einer muss so einen Einkaufswagen in der richtigen Stelle einmal tragen oder besser bereitstellen. Ich zeige euch das kurz noch was mal auf. Der Flo steht schon da. Das heißt, hier gibt es so einen kleinen Spawnpunkt, wo halt die Autos immer spawnen, die Hamsterball. Das heißt, so ein bisschen hier so. Ihr müsst dann hier so hochhalten. Und dann, wenn er den Hamsterball spawnt, dann müsste das funktionieren und dann seid ihr damit drin. Oh, jetzt haben wir auch noch Regen hier. Was ist hier los? Ah, guck mal, seht ihr, genau, guck mal. Jetzt ist ja der... genau, jetzt ist, sag ich mal... Oh, wo ist meine Kamera? Genau, jetzt ist der, Einkaufswagen drin gebackt sozusagen und jetzt kann der einfach fliegen, dieser Ball. Und ihr könnt immer springen drücken und springen und dann könnt ihr halt fliegen. Ich zeige euch mit dem zweiten Beispiel nochmal, machen wir uns Respawn, Leute. So, ich würde auch gerne einmal einen Hamsterball kurz spawnen. Das heißt, jetzt steht er richtig schnell bereit, so wie ich gerade. Und dann müsst ihr einfach den Hamsterball spawnen, passt mal auf. Spawnt ihr jetzt. Und dann ist der drin. Und dann könnt ihr... Und dann könnt ihr einfach die Sprungtaste drücken und könnt ihr einfach richtig, also die ganze Moblin Map fliegen. Ihr könnt ins Wasser damit, ihr könnt überall hin und ihr seid eigentlich unbesiegbar. Und es passiert euch nicht. Das heißt, ihr könnt euch auch Freunde mit dranhängen. Dieser Einkaufswagen, ihr spinnt immer so rum und ihr könnt einfach, ja, die ganze Zeit so rumfliegen. Das ist voll lustig. Und es hat, guck mal, der spinnt so rum. So. Das sieht mega funny aus, Alter. Ja, so sieht ja am Einkaufswagen aus, Leute. Also so sieht es dann aus am Ende des Tages. Und es ist halt richtig witzig. Und da könnt ihr einfach, guck mal, kann ich mir dran denken, warte mal. Bin ich schon mit dran? Hier. Genau, guck mal, da könnt ihr mit hochnehmen und der kann einfach mitfliegen. Ist so richtig witzig so. Hui! Und wenn ihr runterfallt natürlich, dann wird einer abspringen. Sorry. So. Genau, also ziemlich cool, finde ich persönlich. Da könnt ihr richtig viel Unsinn mitmachen. Macht auf jeden Fall Spaß. Genau, richtig cool, Leute. Und jetzt zeigen wir euch das nochmal mit einem größeren Gegenstand. Habe ich auch ein kleines Special, habe ich ja gesagt vorhin. Das zeige ich euch jetzt einmal. Guck mal, der Einkaufswagen, der spinnt hier so rum. Hier, spin. Spin. Das ist so lustig. Und genau, so ist so ein Hamsterball sozusagen. Und das ist einfach echt funny. Ist mega witzig, ey. Auf jeden Fall, der Einkaufswagen, der ist hier so an der Seite drin und halb nicht. Und deswegen mega, mega witzig und ist einfach cool. Genau, ist mega lustig das Ganze. Ja, so jetzt aus. Komm, jetzt gehen wir mal kurz runter zu den netten Helferlein. Und machen mal jetzt das große, große Special. Oh, da wäre auch ja noch ein Hammer. Warte mal. Und sobald ihr aussteigt, ihr seht schon, dann kann es sein, dass der Einkaufswagen rausfliegt. Und jetzt kann man das gleiche machen mit einem viel größeren Gegenstand. Und zwar... Ihr seht schon, mit dem Katapult, das steht hier nämlich die ganze Zeit immer rum. Eigentlich könnt ihr da so Bomben, also einmal so wegkatapultieren. Genau, aber ihr könnt es auch mitnehmen in die Telefonzelle. Ist richtig witzig, also nicht in die Telefonzelle mit reinnehmen, aber wir können es da vorstellen. Guckt mal, die Wobblies, wie sie hier fleißig arbeiten. Guckt mal hier. Guckt mal die Wobblies an. Sind sie nicht cool? Oha. Richtig nice, Leute, richtig nice. Das sieht gut aus. So, komm, jetzt müssen wir ein bisschen dahin gehen und jetzt können wir das ganze Katapult in Hamsterball machen. Das funktioniert, hat letztens funktioniert. Das heißt, wir müssen das so ein bisschen
irgendwie so machen, damit es komplett mit drin ist. Und wenn jetzt hier einmal der eine jetzt hier, ja, sozusagen den Hamsterboss spawnt, dann sollte das Katapult auch mitfliegen. Und? Funktioniert's? Eigentlich müsste es funktionieren. Genau, guck mal, jetzt fliegt das ganze Katapult fliegt jetzt, das heißt, ihr könnt die auch springen. Und wenn es gut läuft, dann, guck mal, ihr könnt dann Katapult zum Fliegen bekommen. Richtig, richtig cool, Leute. Und ja, so habt ihr das zum Fliegen bereit. So, wie gesagt, leider, wenn der Hamsterball, leider, dieser Einkaufswagen weg ist so zusammen. Ich guck mal, ob es auch alleine funktioniert. Aber es ist meines Wissens viel einfacher, wenn man einen Partner hat. Dann mach ich mal so. Versuchen wir jetzt einen Hamsterball zu spawnen, dass es auch alleine geht. Das zeigt uns auf jeden Fall mal leichter. Ah, es geht auch alleine. Stopp, wir haben ihn gerade vorhin hingestellt, da funktioniert es auch. Und hier ist das crazy Katapult, das einfach hier so um die Gegend rumfliegt. Es sieht so cool aus, weil es so rumspinnt. Das ist richtig witzig. Und ja, so könnt ihr durch die ganze Map fliegen und einfach ein bisschen rumspinnen. Das ist mega, mega lustig. Und irgendwann fällt es leider manchmal raus. Bis jetzt funktioniert der Bug noch, Leute. Lasst ihn auf jeden Fall, macht ihn auf jeden Fall. Den Bug ist ziemlich witzig. Das heißt, wenn euch das Video gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Abo und ein Like. Und schon, Leute, weitere gute Secrets oder Glitches sozusagen. Man kann einfach richtig viel Spaß mit haben. Das ist einfach cool. Genau, guck mal. Das sieht aus, ey, wirklich. Ah, ich will auch mit drauf. Lasst mich mit drauf. Jetzt. Perfekt. So, guck mal, gleich alle mit dran in die ganzen Wobbys, alle mit Moonboots ausgestattet hier. Mein Team hier richtig nice. Und so könnt ihr einfach hoch hinaus. Und wenn ich wusste, Leute, auf der Shift-Taste könnt ihr die Kamera boosten, ne? Da könnt ihr Shift drücken, da seid ihr etwas schneller unterwegs mit der Kamera. Und könnt auch so eine Situation besser aufnehmen. Ja, guck mal, wir drehen uns ja einfach so im Kreis, so ist einfach. Wie das aussieht, ey, oh Mann. Es ist immer voll schwer, hier mitzuhalten, weil ich immer spin, so. Das dreht sich die ganze Zeit richtig cool. Wir fliegen hier einfach hoch in der Luft. Und das ist einfach voll witzig, ey. Ich glaube, der möchte bis ganz nach oben fliegen. Glaube ich, Flo fliegt das gerade. Das heißt, ihr müsst immer die Sprungtaste triggern. Und wenn ihr die Sprungtaste triggert, dann fliegt der immer höher und höher und höher. Richtig cool. Und von daher, nice. Genau, sind wir ganz oben. Oh, yeah. So, weiter geht's nicht, Leute. Weiter geht's nicht. Das war's dann. Ganz oben. Oh, ich flieg runter. Nein! Der arme König Pommes. Oh, nein. Oh. Wie gemein. König Pommes ist gefallen. Genau, Leute, es geht auch mit diversen anderen Gegenständen. Mit so einer Turbine geht's. Teilweise, glaube ich, mit Essen geht's auch. Aber der Einkaufswagen ist halt schön groß und er bleibt halt schön drin stecken. Und wenn ihr halt wirklich das so halb-halb macht, dass der halbe Einkaufswagen mit rausguckt, und die andere Hälfte ist irgendwie draußen, dann habt ihr einfach einen richtig coolen Glitch und könnt einfach viel Unsinn mitmachen und vielleicht damit auch ein paar Jobs erledigen, ja? Wer weiß schon, ne? Genau, ziemlich cool. Ey, die Wobbys sind so aggressiv geworden, ne? Komm, wir machen mal nochmal hier. So, wir müssen den richtigen Reihenfolge hinstellen. Wir müssen auf jeden Fall ein bisschen hochtragen, so. Oh, sind wir zu. Jetzt sind wir alle drin. Es steckt auch mein Kopf hier mit fest. Sehr gut. Sehr gut. Leute, das war der Glitch. Ich hoffe, er hat wieder euch gefallen. Wie gesagt, lasst auf jeden Fall ein Like dafür, den coolen Glitch. Ich finde ihn richtig witzig. Und da kann man richtig viel Unsinn mitmachen. Und ihr könnt euch die ganze Wobby mitfliegen. Und somit sieht es aus, Leute. Richtig, richtig nice. Und ja, macht Spaß. So sieht es aus, Leute. Das heißt, viel Spaß mit dem Glitch. Wenn ihr weitere Glitches habt oder ich mal abfilmen soll oder irgendein Secret, was ich vergessen habe, schreibt es in die Kommentare meist sehr gerne. Ansonsten, Leute, viel, viel Spaß mit dem Glitch. Fliegt ein bisschen mit Wobbys herum. Und dann geht es los, ja? Perfekt, let's go und bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein. Ciao. Huhu. Richtig nice. Guck mal, auf Wasser geht's auch. Und da könnt ihr einfach auf Wasser wie mit dem Hamsterball weiter bouncen. Das heißt, ihr seid unbesiegbar sozusagen. Es funktioniert, also es passiert euch nichts. Leute, bis zum nächsten Mal, haut rein. Danke fürs Zuschauen. Ciao.